Ich fange mal an, denn ich habe sehr viele Folien hier in meinem Vortrag, in meiner Präsentation. Und bevor es im Laufe des Tages sehr viel über Aliens, Außerirdische und UFOs ja, im weitesten Sinne geht, habe ich hier einen Vortrag, der sich mit anderen Mysterien befasst, und zwar mit Steinzeitmysterien. Und ich habe diesen Vortrag mal sehr provokativ absichtlich die Steinzeitlüge genannt, untergegangen, unverstanden, unterschätzt. Damit meine ich eben die Steinzeit. Und das ist ein schwieriges Thema, ein sehr strittiges Thema. Und zwar möchte ich mal mit zwei, drei Beispielen anfangen, warum das so umstritten und strittig ist. Steinzeitliche, in Anführungszeichen, steinzeitliche Gebilde dort, da ist eine Steinsetzung in Schottland, die wurde vor einigen Jahren entdeckt, und die Archäologen haben gesagt, oh, da haben wir ja eine Sensation, einen neuen Steinkreis in Schottland. Er ist augenscheinlich 3000 Jahre alt, und die Archäologen haben das einfach nur per Augenschein so datiert. Und dann kamen einige Medienberichte in Großbritannien über diesen Steinkreis, der sieht ja auch wunderschön aus, in die Presse, und dann stellte sich ganz schnell heraus, der Landwirt, dem dieses Grundstück vorher gehörte, hat das aus Spaß an der Freude einfach vor 20 Jahren in den 90er Jahren selber gebaut, weil es sah hübsch aus. Also nichts mit 3000 Jahren, sondern etwas völlig Modernes. Völlig modern, ein anderes Beispiel ist auch das hier. Das kursiert immer wieder so in der Grenzwissenschaft, und zwar auf Lanzarote, auf der Kanarischen Insel, soll es Scharbilder geben, die eventuell von einer unbekannten Kultur stammen und Jahrtausende alt sind. Und das ist der sogenannte Pfeil von Lanzarote, also von auf den Kanarischen Inseln. Eine Struktur, 100 Meter lang, aber es gibt am Südufer dann noch einige andere Strukturen. Seht ihr ja hier unten, also ein Sonnenrad, 14 Meter, und so eine Figur, 30 Meter breit. Und da wird dann immer wieder viel spekuliert, das könnte eventuell aus einer Steinzeit, aus einer versunkenen Kultur stammen. Aber unten seht ihr in dem Bild zwei Magazine, die beziehungsweise zwei Ausgaben eines Magazins, die bringen immer aktuelle Berichte von den Kanarischen Inseln. Und das sind einfach von irgendwelchen Hippies, nennen sie die, dort in diesem Magazin selber angelegte Strukturen, die sind ganz modern. Und wenn man sich allein, diese Bilder sind ja auch von Google Earth, wenn man sich die anschaut, sieht man auch, die waren vor 5 Jahren, teilweise 7 Jahren noch gar nicht da. Ist also was Modernes und nicht was Steinzeitliches. Ja, sehr umstritten. Als letztes Beispiel in diesem Zusammenhang ist natürlich dann auch Thor Heyerdahl mit seinen Pyramiden auf Teneriffa. Die sollen ja seiner Meinung nach vielleicht einige Jahrtausende alt sein. Die Archäologen sagen dann, nein, wir haben bei Grabungen ein Siegel gefunden, was dann 1884 ist. Und dann heißt es, laut deren Meinung, diese Pyramiden da auf Teneriffa sind auch erst von 1884, weil die eben dieses Objekt da gefunden haben. Und Thor Heyerdahl kennt ihr natürlich alle, das ist ja der, der die Theorie vertreten hat, dass eben in der Steinzeit schon über den Atlantik Kulturkontakte bestanden haben. Und dieses Thema ist dann eben sehr umstritten. Interessant ist, bei diesen Pyramiden auf Teneriffa, kurz eingeworfen, unterhalb einer dieser Pyramiden befindet sich eine Höhle, die schon vor 1500 Jahren besiedelt war, beziehungsweise da gab es schon Spuren. Aber da sagt die archäologische Meinung, da die Pyramiden auf der Höhle stehen, haben die nichts miteinander zu tun. Aber irgendwie ist doch klar, dass eine Höhle, wenn die in der Erde ist und da so eine Pyramide hin, aufgrund irgendeines Heiligtums, dass die Pyramide dann da drauf steht. Aber eben als drittes Beispiel ein umstrittenes Thema. Ja, das ist natürlich immer ein Thema für Atlantis-Jäger. Ich habe es hier in Anführungszeichen gesetzt. Da gibt es ja immer die verschiedensten Deutungen, wo Atlantis denn gelegen haben soll. Hier habe ich mal einige Karten herausgesucht, die Atlantis halt im Atlantischen Ozean lokalisieren. Aber, das möchte ich euch mal zeigen, Atlantis gibt es eigentlich überall. Auf dem ganzen Planeten möchte irgendjemand irgendwann mal Atlantis gefunden haben. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, all diese roten Punkte habe ich mal sorgfältig eingemalt, wo Atlantis denn gelegen haben soll. Unten seht ihr, Atlantis soll eine Raumstation gewesen sein oder vielleicht auf einem Vorzeitmond, der abgestürzt ist, oder im Inneren der Erde oder im heutigen Asteroidengürtel gelegen haben, auf dem Mond, auf dem Mars. Überall sucht man eben so eine versunkene Urkultur der Steinzeit. Ja, der Urvater aller Atlantisjäger ist natürlich Ignatius Donnell aus den USA. Der hat 1882 da ein Buch darüber veröffentlicht, was heute würde das keiner mehr so akzeptieren, diese Veröffentlichung. Da geht es viel um die Herkunft der arischen Rasse und so etwas. Also das war damals ganz populär. Und er war einer der führenden
sagen wir, einer der ersten, der eine urzeitliche, steinzeitliche Kultur gesucht hat, eben auch auf dem heutigen mittelatlantischen Rücken. Ich glaube, ihr könnt es wohl erkennen, hier diese hellen Flächen, das sind nach seiner Theorie, naja, Kolonien von Atlantis gewesen damals. Ja, und hier habe ich die Karte mal gedreht, damit man sieht, also Norden ist hier oben. Und zwar sind die Azoren auch sehr interessant. Und wo sitzt da? Da ist er, der Hans-Dieter Gau. Der hat da vor einigen Jahren eine sehr interessante Entdeckung gemacht, weil die Azoren werden ja heute immer noch auch als Reste von diesem versunkenen urzeitlichen Atlantis, ich sage immer wieder Atlantis, aber von dieser urzeitlichen Mutterkultur interpretiert. Ja, und dann hat unser Weltenbummler Hans-Dieter dort mal einen Besuch abgestattet. Und er hat dort sogenannte Cartwrights, Cartwrights sage ich jetzt einfach mal, Cartwrights heißen diese Strukturen auf Malta, entdeckt. Und die sehen ja eindeutig, das sind jetzt Fotos von ihm, er sitzt dort, sieht ja eindeutig künstlich aus. Und diese Strukturen sind eigentlich bekannt, eben von der Insel Malta, aber auch Sizilien und so, aber die liegen jetzt in diesem Fall mitten im Atlantischen Ozean auf den Azoren. Und das finde ich sehr seltsam und ich bin froh, dass der Hans-Dieter das mal entdeckt hat. Da. Und da, hier seht ihr mal nämlich eben diese Beispiele, wie ihr die wahrscheinlich alle kennt, von Malta und dieser kleinen Nachbarinsel Gozo. Da gibt es diese sogenannten Karrenspuren, diese Cartwrights. Am Ende des Vortrags komme ich nochmal auf Malta zu sprechen. Hier nochmal so einige Beispiele an diesem Foto. Hier seht ihr auch, die führen teilweise auf der Insel Malta ins Meer hinein, sind also natürlich dann schwer zu datieren, waren natürlich da, bevor der Meeresspiegel angestiegen ist. Interessant ist in diesem Zusammenhang diese Struktur auf Malta, die befindet sich an einer Felsenküste am Nordufer und das sieht auch sehr künstlich aus, ob das irgendwie tatsächlich was Künstliches ist, was das irgendwie in der Urzeit von Malta für einen Sinn hatte. Gute Frage, weiß man so nicht. Die Karrenspuren werden ja archäologisch so interpretiert. Dieses Foto ist etwas unscharf, das habe ich auf Malta von einer Informationstafel abfotografiert. Und die Archäologen stellen sich gerne vor, dass diese Spuren entstanden durch Räder oder in diesem Fall Stangen, wo die Steinchen draufgesetzt wurden und die wurden dann über Malta, über die Insel geschleift zu den verschiedenen Tempeln, die dort gebaut wurden. Die archäologische Interpretation jetzt dieser Spuren, die teilweise genauso breit sind wie auf Malta, auf den Azoren, ist natürlich völlig offen, weil in Lava würden sich solche Spuren nicht so leicht eindrücken. Aber hier eine schöne Luftbildaufnahme, wie diese Cartwrights aus der Luft aussehen. Aber das kann so nicht passen. Denn wenn man sich diese Spuren mal genauer anschaut, sieht man, dass es dort so, ich habe da ja auch Pfeile reingemalt, so Stege gibt und Abweichungen und Kurven. Hier kann man es besonders gut sehen, dass da keine Karre langgefahren sein kann, die dann nach und nach diese Spuren in den Stein drückten oder durch Stöcker eben. Weil hier müsste man an diesem Bild hier, müsste man ja quasi dann immer wieder mit einer Stange da hinein, um da so eine Spur hinzubekommen. Und hier da, wo ich gerade mal, das bin ich, der da gerade das Ding mal ausmisst, so eine Spur, da sieht man auch, da müssen sich ja die Räder dann irgendwie gegabelt haben. Das passt also nicht. Ja, hier nochmal, ihr seht ja an diesem Bild, diesen kleinen, wo der Ochse da so einen kleinen Stein zieht, auf Malta diese urzeitlichen bis zu 7000, fast 7000 Jahre alten Tempel, diese Steinchen, da möchte ich mal sehen, welcher Ochse die dann so zieht, über Holzstäbe. Dieser Tempel ist besonders gutes Beispiel, 5600 Jahre alt. Diese Steine, die ihr dort seht, sind bis zu 40 Tonnen schwer. Das stimmt vorne und hinten nicht. Und deshalb haben die Archäologen gedacht, gut, ja, wir haben vielleicht in der Steinzeit eben auch einen anderen Transportmechanismus dort auf der Insel Malta gehabt. Und zwar mit Rolling Stones, so nenne ich sie einfach mal. Dort, wo der Pfeil zeigt, das ist ein Tempel, der Tempel Traxin heißt, der ist auch 5600 Jahre alt. Und da finden sich, naja, runde Kugeln, kann man nicht sagen. Ich habe sie hier nochmal in größer. Finden sich solche Steine, eiförmig sind sie mehr. Und da sagt die archäologische Deutung auch, diese Steine, die in vielen Tempeln auf Malta rumliegen, haben eben die Steinzeitvorfahren genommen,
auf den Boden ausgelegt und da ihre bis zu 50 Tonnen schweren Monolithen draufgepackt und haben die dann über die Insel gerollt. Das waren also Rollen zum Transport, weil irgendwie müssen die Dinger da ja hingekommen sein. Ja, hier nochmal ein Beispiel hier, das ist nicht auf Malta, das ist Gozo, Giantia heißt der Tempel. Das ist besonders interessant, soll eine Riesin mit nur einem Arm gebaut haben, so nebenbei in einer Nacht, weil sie dort gewohnt hat. Aber wie ich gerade sagte, wir kommen später nochmal auf die Insel Malta zurück, denn Atlantis und diese steinzeitliche Megalithkultur, ich nenne sie einfach mal Megalithkultur, eigentlich sind es ja verschiedene Kulturen, weil sie ja verschiedene Jahrtausende umspannen, aber die Megalithkultur ist natürlich immer wieder interessant, weil sie ja in, vor allen Dingen, sagen wir mal, im Westen und Nordwesten von Europa zu finden ist. Und da wurde ja, weil die ja keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen haben, sehr, sehr viel spekuliert. Wer hat das gebaut? Der Teufel, Bewohner von Atlantis, überirdische Riesen, vielleicht auch Zwerge, Aliens, wird eigentlich weniger gesagt, um das Wort mal zu erwähnen. Und das gibt es natürlich überall. Hier, das ist mal in Deutschland eine Struktur, ein solches Steinzeitgrab. Aber wenn man es mal ganz genau nimmt, ist diese Megalithkultur ja weltweit vertreten. Ich habe hier Beispiele aus aller Welt mal zusammengefügt, von den USA über Korea bis Vietnam. Überall finden wir im Kern solche gleichen Bauwerke. Ganz unten rechts seht ihr ein Bild aus dem Kaukasus. Da ist ein Loch in diesem Stein, das wird als Seelenloch interpretiert, wo die Seele eines verstorbenen Fürsten oder Herrschers dann gen Himmel oder zur Sonne reist. Dieses Loch finden wir erstaunlicherweise in ganz Europa, aber auch in anderen Teilen der Welt immer wieder dort eingemeißelt in solchen steinzeitlichen Strukturen. Oft ist es auch so, dass die Sommersonnenwende auf dieses Loch ausgerichtet ist. Hier habe ich mal ein Beispiel aus Jordanien, was sehr interessant ist, weil es eben bis zu 6.500 Jahre alt ist, also in der Nähe von Israel und am Jordan, auch sehr interessant. Hier nochmal Beispiele aus Deutschland von solchen megalithischen Anlagen. Und dann heißt es immer, ja, diese Kultur ist untergegangen, sie hat uns nichts Schriftliches hinterlassen, wir wissen nicht, wo die ursprünglich herkommt, und dann gibt es doch wieder ein offizielles Atlantis in Anführungszeichen, und zwar das sogenannte Doggerland im Norden von Europa. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört, dieser Name leitet sich von einer Untiefe in der Nordsee ab, Dogger Bank heißt die, und dieses Land war in der Eiszeit, beziehungsweise später oder vor 20.000 Jahren, war die ganze Nordsee Land. Und dann wird natürlich auch viel vermutet, dass es dort eine urzeitliche Kultur gibt. Ich habe übrigens auch eingezeichnet, wo wir uns gerade befinden. Wenn ihr es lesen könnt, da ist Frankfurt, da sind wir gerade. Und diese Idee mit diesem versunkenen Urzeit-Atlantis dort in der Nordsee ist schon recht alt, schon vor über 100 Jahren, hat der Clement Wright, ein Brite, erste Spuren von diesem versunkenen Land gefunden. Und zwar wurden von Fischern in Großbritannien immer wieder in Netzen Relikte von Menschen aus dem Meer geholt. Und dann hieß es, oh, ist da vielleicht irgendetwas untergegangen? Und dann gab es natürlich und gibt bis heute viele Untersuchungen dort in der Nordsee bzw. Norden Europas. Hier ist eine Untersuchung von der Universität Birmingham von 2007, wie sie sich das vorstellen, wie groß das alles einmal war. Hier, das könnt ihr hoffentlich erkennen, so wie der Meeresspiegel anstieg, bis zu 120 Meter lag er damals tiefer. Und das ist natürlich dann faszinierend, was mag denn da alles unter dem Meeresspiegel sich noch befinden? Tsunamis gab es dort auch, weil irgendwelche Eisschilde sind in Skandinavien abgebrochen. Irgendwie gingen alle unter, hier kann man schnell auch eine Verbindung eventuell ziehen zur Sintflut. Aber ich habe da mir mal etwas herausgesucht, und zwar die versunkene Vorzeit vor unserer Haustür, die gibt es ja überall. Erstmal hier haben wir das Wattenmeer natürlich, das kennt jeder, da verschwinden mal Inseln, da kommen ein paar Inseln dazu oder Festland. Aber es gibt ja auch Strukturen im Bodensee, habt ihr vielleicht gehört, an der Schweizer Grenze, die nennen die dort Hügli. Da gibt es über 170 kleine Hügel, von Menschen gebaut, bis zu 4,5 Meter liegen die tief. Und die Archäologen sind da immer wieder am Untersuchungen machen, an Ausgrabungen machen, können es noch nicht ganz datieren. Sie sagen irgendwie Steinzeit vor 5000 Jahren. Aber jetzt gestern hat es wieder eine neue Entdeckung gesehen, und zwar im Wörthersee in Österreich. Da gibt es auch steinzeitliche Gebilde im See, die liegen bis zu 4,5 Meter tief im Wörthersee. 15 Meter Durchmesser, solche Steinkreise, wurden dort gefunden, bisher 6 Stück. Und diese Entdeckung wurde erst gestern veröffentlicht, gestern Morgen. Und da sind die
Archäologen natürlich jetzt voll aus dem Häuschen, war eine Zufallsentdeckung. Und da heißt es dann auch, da muss irgendwie eine Kultur gewesen sein, die vor Jahrtausenden eben auch solche Steinsetzungen baute. Ja, und wo ich ja gerade sagte, in der Nordsee und eigentlich weltweit ist ja unglaublich viel versunken an steinzeitlichen Strukturen. Und damit ihr mal eine Vorstellung habt, wie viel auf dem Meeresgrund noch liegen könnte, habe ich nochmal das Wattenmeer hier genommen, und zwar die Insel Sylt, Föhr und Amrun. Und wenn ihr die Insel Föhr euch mal anschaut, da in der Mitte, wo der Pfeil hin zeigt, eine winzig kleine Insel, und auf dieser Insel alleine gibt es fast 800 Grabhügel, davon sind 235 zwar von den Wikingern, also aus der Neuzeit, aber allein auf dieser kleinen Insel gibt es mehrere hundert Grabhügel aus der Steinzeit und Riesenbetten eben aus diesen Monolithen und Steinzeitgräber, Hünengräber, nur auf dieser winzigen Insel. Und da muss man sich mal vorstellen, was da alles noch im Wattenmeer oder dort, wo damals Land war, noch verborgen ist an steinzeitlichen Gebilden. Heute ist, wenn ich mich recht entsinne, sind in Europa, es sind ja viele abgerissen worden, Hügel platt gemacht, Monolithsetzungen weggemacht worden, weil ein Feld hin musste. Aber es ist nach einer Zählung, die vor einigen Jahrzehnten mal stattfand, gibt es in Europa noch 35.000, die noch bekannt sind. Da muss man sich mal vorstellen, wie viele Hunderttausende es da gab. Hier zeige ich mal nur ein paar Bilder von der versunkenen Steinzeit. Also eben Strukturen, Monolith-Monumente hier mal auf Irland, die im Meer versunken sind. Wird natürlich immer wieder viel spekuliert, was ist das, warum ist das so alt, was wurde da gemacht. Dieser einzelne Monolith hier, das sieht man in der Skizze, war mal auch so ein Hünengrab, ein Riesenbett. Hier nochmal in Frankreich. Und dann gibt es natürlich einen Klassiker, den ihr, wenn ihr euch mit versunkenen Kulturen und Präastronautik befasst, alle wahrscheinlich kennt, in der Bretagne, Erlanik. Eine winzig kleine Insel, eben in Frankreich, im Golf von Morbihan müsste das sein. Im Hintergrund habe ich Gravinis eingezeichnet, das ist eine Ganggrabanlage aus der Urzeit, aus der Vorzeit. Und da seht ihr ja sehr gut, dieser Steinkreis dort, den ihr im Vordergrund seht im Bild, der geht ins Meer rein, und unten im Meer selber befindet sich noch ein zweiter Steinkreis. Und viel wird spekuliert, ist das vor 7000 Jahren untergegangen, vor 3000 Jahren oder vor 10.000 Jahren, weil man genau ja nicht bestimmen kann, auf 10 cm genau, wie viel der Meeresspiegel am Ende der letzten Eiszeit angestiegen ist. Hier seht ihr mal eine archäologische Skizze dieser Struktur, die habe ich aber mal eingemalt mit meinem Grafikprogramm. Das Grüne ist die Insel Erlanik und das Rote sind diese versunkenen Steinsetzungen. Das ist also ein Klassiker in Sachen versunkene Kulturen der Vorzeit. Gravinis wird auch als Königssitz interpretiert. Das ist eigentlich nicht auf Erlanik, sondern dahinter. Dieses Bild hier zeigt zwar, sieht so aus, als wenn das eine Insel wäre. Das ist aber nur so aufgenommen. Das ist also dahinter eine steinzeitliche Anlage, mehrere tausend Jahre alt und auch eben von einem unbekannten Volk. Und dann sagen die, gut, da wurde halt eben ein König begraben. Dass es da astronomische Ausrichtungen gibt und welchen Sinn die genau haben, weiß man natürlich auch nicht. Bis 6000 Jahre alt schon. Aber es gab noch von unseren steinzeitlichen Vorfahren eine ganz interessante Sache. Und zwar, es gibt die kleine Insel Helgoland. Das ist ja die einzige Hochseeinsel, die Deutschland besitzt. Und das war ein vorzeitliches Handelszentrum vor 5600 Jahren. Da haben bereits steinzeitliche primitive Vorfahren von uns Boote gebaut, sind nach Helgoland gefahren und haben da den sogenannten roten Feuerstein gesammelt, abgebaut und in ganz Europa verteilt und exportiert. Das war also ein ganzes Handelszentrum. Das wird sehr oft ignoriert. Das war die Trichterbecherkultur, die ist eigentlich so, man kann sagen, fast 7000 Jahre alt, und die hat sich bis Mitte Europa ausgebreitet, und die haben tatsächlich Schiffe gebaut, sind nach Helgoland gefahren, haben die Steine eingepackt und dann, wie gesagt, in ganz Europa verkauft. Unten rechts Münsterland, das ist in Nordrhein-Westfalen, dieses Dorf, da wohne ich, da gibt es auch solche Funde von der Trichterbecherkultur, die eben Helgoland als Handelszentrum
genommen haben. Warum wissen wir, dass das von Helgoland ist? Ich erwähnte es, dieser rote Feuerstein, den gibt es nirgendwo anders, nur auf dieser Insel. Und der kann also nur von dieser Insel übers Meer nach Europa, aufs Kontinentaleuropa gebracht worden sein. Aber was sind schon 5600 Jahre, wenn wir mal einen Blick ins Mittelmeer werfen, und zwar auf die Insel Kreta. Denn dort wurde vor 130.000 Jahren schon Seefahrt betrieben, und zwar Hochseefahrt. Die Insel war vor 130.000 Jahren besiedelt, und zwar von Menschen, die aus dem Nordafrika kamen, und zwar von dem Homo erectus, also unseren direkten Vorfahren. Und der baute schon Schiffe, fuhr über das Mittelmeer und besiedelte dann die Insel Kreta. Das war in der Ausgabe, unten rechts seht ihr Archäologie, das ist die Ausgabe Januar, Februar 2011, da war das auch der archäologische Fund des Jahres. Der Entdecker ist der Dr. Runnels, der ist dort immer noch am Forschen und hat dort immer noch archäologische Grabungen. Und er hätte niemand mit gerechnet, dass vor 130.000 Jahren unsere Vorfahren schon Schiffe bauten, Flöße, hier mal eine freie Interpretation einer französischen Zeitung. So soll das ausgesehen haben, und damit sollen die dann nach Kreta gefahren sein. Aber die haben auch Kreta Handel getrieben. Und zwar im Norden von Kreta liegt die Insel Milos. Und auf der Insel Milos und auf der Insel Kreta wurden die gleichen Objekte gefunden, und auch aus Glas und Vulkanglas, die dort gehandelt wurden. Und die sind mindestens 11.000 Jahre alt. Heute sind es über 100 Kilometer Luftlinie, 130 Kilometer. Und da müssen die also 130 Kilometer mit ihren Schiffchen, die sie vor 11.000 Jahren hatten, diese Strecke überwunden haben, um dort Waren, eben so schönes Vulkangestein und Vulkanglas, zu importieren bzw. exportieren. Aber die Untersuchung ging dann noch weiter. Und zwar hat man auf der Insel Zypern, die heute 550 Kilometer Luftlinie von Kreta entfernt ist, Waren gefunden, die zwischen Zypern und Kreta ausgetauscht wurden. Das heißt, 500 Kilometer über das offene Meer, so, da sieht man kein Festland, nichts, das haben die damals vor 11.000 Jahren schon hinbekommen. Ja, gehen wir nochmal zurück zur versunkenen Steinzeit und Malta. Dieses Bild, was ihr hier seht übrigens, ist eine kleine monolithische Steinsetzung, die in Brasilien steht. Und das andere ist Karnak in der Bretagne. Und da gab es eine Untersuchung, die ich ausgesprochen interessant fand. Und zwar hat sich mal jemand Gedanken gemacht, die Dr. Paulsen, und zwar Anfang dieses Jahres war das, im Februar, hat sie eine Studie veröffentlicht und glaubt, anhand von Forschungen, Untersuchungen, Datierungen von Steinsetzungen, allerdings nur, ich glaube, 2410 Steinsetzungen, die sie in ganz Europa untersucht hat, herausgefunden zu haben, woher dieser Kult der Megalithbauer der Steinzeit gekommen ist. Und zwar ist sie sicher, das war vor grob 7000 Jahren in der Bretagne, da wo wir Karnak finden, die versunkene Insel Erlanik. Dort kam man irgendwann auf die Idee, wir bauen Steinkreise, Monolithgräber, Dolmen, Menhire stellen wir da auf. Und das haben die dann exportiert. Und je weiter weg, je jünger wären diese Strukturen dann. Sie hat dann, ich habe hier eine vereinfachte Darstellung, und sie hat dann so mit ihren Datierungen so herausgefunden, es brach dann da aus, dieser Kult, und ging dann bis nach Skandinavien und letztlich bis nach Malta. Ich habe jetzt hier klein nochmal Göbekli Tepe eingezeichnet, da geht es nicht drum in diesem Vortrag jetzt, aber das ist ja offiziell sogar 11.600 Jahre alt, diese Monolithen dort, 50 Anlagen mindestens. Aber sie glaubt, vor 7000 Jahren sei dieser Kult in der Bretagne entstanden und hat sich dann über Seefahrer, übers Meer weiter verbreitet. Und zuletzt waren sie in Malta, sind sie dort angekommen. Das ist laut ihrer, geht noch mal zurück, könnt ihr vielleicht erkennen, hier unten, hier fing es an, überall ging es dann so rum, und hier, das ist Mallorca dann, aber irgendwann, 2000 Jahre später, waren sie dann erst auf Malta mit ihrem Kult der Megalithbauer. Gut, die Ergebnisse der Studie waren eben, sie hat 2410 monolithische Bauten von 35.000 noch bekannten in Europa datiert, mit der Kohlenstoff-Radio-C14-Datierung eben. Ergebnis war auch, unsere Vorfahren wurden vor 7000 Jahren unterschätzt, weil sie eben Seefahrt betreiben konnten über das Meer, allerdings nur geringe Strecken, wie sie sagten, hauptsächlich in Küstennähe.
Gut, das Zentrum war der Nordwesten von Frankreich, ist Ihre Meinung. Und solche Megalithanlagen wurden von mehreren Generationen von Familien oder Familienclans oder Sippen benutzt. Das war eine Folgestudie. Das konnte sie anhand von genetischen Untersuchungen von dort gefundenen Bestatteten herausfinden, dass sie miteinander verwandt sind. Ja, und nicht in der Studie steht natürlich Nordafrika, erstaunlicherweise, obwohl es sehr nah eigentlich ist am Mittelmeer. Israel wird überhaupt nicht erwähnt, Jordanien wird nicht erwähnt, solche Monolithen. Ägypten, monolithische Steinsetzungen, ich meine jetzt nicht unbedingt von den Pharaonen, sondern aus der Vorzeit noch auch Steinkreise. Malta, die Funde von Kreta, überhaupt nicht erwähnt. Und natürlich weltweite Anlagen, aber da konnte man natürlich von ausgehen, einen weltweiten Kulturaustausch hat es in der Steinzeit offiziell ja nie gegeben. Interessant ist, deshalb habe ich diese Seite hier nochmal stehen, hier wird explizit Malta erwähnt, nur mit einem Wort, aber genauer geht sie in der Studie da nicht drauf ein, denn die Strukturen auf Malta sind ja, wie wir gesehen haben, älter, ich zeige da gleich noch ein paar Bilder, aber in Israel gibt es mehrere versunkene Steinzeitkulturen, Kulturen nicht, Steinzeitorte aus dem Neolithikum, die 8.900 Jahre alt sind, bis zu 8.900 Jahre. Die liegen heute an der Küste von Israel in der Nähe von Haifa, die berühmte Hafenstadt südlich davon, und liegen alle im Meer. Und das passt ja, wie ihr an der Rekonstruktion, an dem Bild seht, oder dort, wo der Taucher dort ist. Ihr seht ja, das sind eigentlich sehr vergleichbare Steinsetzungen wie eben in Europa. Wie können die denn Jahrtausende älter sein, wenn dieser Kult sich da eigentlich offiziell noch gar nicht entwickelt hätte im Nordwesten von Frankreich? Aber die Anlagen auf Malta, die Sie nur da eben in Ihrer Studie mit einem Wort, das Wort Malta erwähnt, sind allein von der ganz offiziellen Lehrmeinung schon älter. Am ältesten ist hier der Brochthoff Circle. Brochthoff heißt ist ein niederländischer Maler gewesen, der hat dieses Bild dort, das hat er gemalt, ist bis zu 5.900 Jahre alt. Darunter befindet sich übrigens auch ein Hypogeum, so wie dieses hier, was ich dort eingezeichnet habe, das berühmte Hypogeum von Malta, das allerdings jetzt natürlich nicht mit megalithischen Steinsetzungen zu verwechseln ist. Das ist ja eine unterirdische Anlage, 40 Meter, ziemlich eng, wenn man da durchkriecht. Aber wenn diese Strukturen, diese Monolithbauten auf Malta schon offiziell viel älter datiert wurden und werden immer noch, wie kann denn in der Studie, die wirklich großes Aufsehen erregte, behauptet werden, dass Malta zuletzt erreicht wurde und das erst dort und so etwa 2400 vor Christus damit angefangen wurde, auch wenn es 1.500 oder 2000 Jahre Unterschied sind, nur in Anführungszeichen zu dieser Datierung. Interessant ist, auf Malta gibt es eine sehr, sehr gruselige Sache, und zwar die Höhle der Finsternis. Ganz oben dieses kleine Bildchen ist der Eingang zu dieser Höhle, da geht man dann rein und ist ziemlich tief und dunkel, und da finden sich, das zeigt das große Bild hier im Hintergrund sehr schön, finden sich verschiedene Siedlungsspuren. Da finden sich übrigens auch, oder haben sich bei Ausgrabungen Reste gefunden von Mini-Elefanten, die dort gelebt haben. Die waren gerade mal so hoch, und da wird auch gesagt, vielleicht wurden diese Elefantenköpfe aufgrund des Lochs, wo der Rüssel drin war, als Einäugige interpretiert, so Zyklopen, oder dass eben Malta Atlantis war, weil auch auf Atlantis sollen Elefanten gelebt haben. Aber wie dem auch sei, in dieser Höhle finden sich aufgrund der Ausgrabungen und der verschiedenen Schichten Spuren von 7200 Jahre alten Siedlungen, beziehungsweise von menschlichen Spuren, die 7200 Jahre alt sind. Und da Malta damals wahrscheinlich, das streiten sich die Leute immer noch, so die Gelehrten, aber wahrscheinlich auch eine Insel war, heißt das, vor 7200 Jahren waren dort schon Seefahrer, die Insel besiedelt haben, und kurz danach kamen sie auf die Idee, dort riesige Monolithanlagen zu bauen. Angeblich waren sie ja zuletzt da. Gut, ja, wenn wir bei Höhlen sind, muss ich das unbedingt noch erwähnen. Eine Entdeckung von vor 3 Jahren, beziehungsweise aus den 1990er Jahren. Sie wurde dann mal datiert, das ist in einer Höhle in Südfrankreich, mit Radiokohlenstoffdatierung, also mit der C14-Datierung, da wurde Holzkohle gefunden. Hieß dann, das Ding ist 46.000 Jahre alt, aber jetzt kamen vor 3 Jahren neue Untersuchungen. Da wurde das alles noch einmal untersucht und wurden mit der Uranisotopendatierung diese
Tropfsteine, die Stalagmiten dort, die dort so in dieser Kreisstruktur angelegt wurden, nochmal datiert. Das ist 176.000 Jahre ungefähr alt, diese kreisförmige Struktur. Hier seht ihr nochmal Bilder von den Analysen, von den Proben, von den Arbeiten. Und das hat der Neandertaler damals schon gebaut. Das heißt schon, der Neandertaler kam auf die Idee, Steinkreise zu bauen. Auch hier muss man sagen, die sind natürlich so groß, sind keine riesigen Monolithen. Aber das heißt schon, einer unserer Verwandten, er war ja nicht ein direkter Vorfahre von uns, kam auf die Idee, solche Strukturen zu bauen. Aber warum das so war, ist natürlich eine andere Frage. Ich habe jetzt in diesem Vortrag nur einen Umriss, einen Überblick über diese Steinzeitlügen, so nenne ich sie nochmal, gegeben, denn da passt vorne und hinten vieles mit diesen Datierungen und Auslegungen nicht. Und wenn wir jetzt noch was bedenken, was in diesem Vortrag gar nicht vorkam, dann gibt es natürlich immer noch die Tatsache, dass so gut wie alle Steinkreise oder Steinsetzungen oder auch Steinalleen, auch in der Bretagne, nach astronomischen Gesichtspunkten ausgerichtet sind. Sommersonnenwende, Mondzyklen und all diese Dinge. Das heißt, dieser Kult war nicht so, komm, wir bauen ein tolles Grab für unseren Fürsten, sondern wir richten ihn auch astronomisch aus. Und ich habe oben mal zwei deutsche Beispiele gezeigt, und zwar die Himmelsscheibe von Nebra, die ist so 4600 Jahre alt. Und dann gibt es den Steinkreis, kann man nicht sagen, aber die Ringwallanlage von Goseck, die ist ganz grob in der Nähe von Leipzig, die ist 6900 Jahre alt. Und da liegen 2500 Jahre grob zwischen. Aber die Himmelsscheibe von Nebra zeigt die gleichen Ausrichtungen, astronomischen Ausrichtungen und astronomischen Bezüge wie die Ringwallanlage von Goseck. Dieses Bild von Goseck hier ist natürlich nur eine Rekonstruktion, das hat man, Luftbildarchäologen haben das mal entdeckt und dann wurde das ausgegraben. Dieses Bild in der Mitte, das blaue, das zeigt so die astronomische Ausrichtung, das konnte ich da nicht besser fotografieren. Aber interessant ist, da wurde über Jahrtausende das gleiche Wissen mündlich weitergegeben und Jahrtausende später wurde dieses Wissen bzw. diese Astronomie, warum auch immer, verehrt und wurde dieser Kult immer noch ausgeübt. Wer das warum Jahrtausende mündlich an wen weitergab, wir wissen das natürlich nicht. In der Mitte unten den Miami Circle, der heißt einfach nur Miami Circle, weil dieser Steinkreis in Miami liegt, ist jetzt so eine kleine archäologische Ausflugsstätte mit so einem Hotel daneben, ist auch astronomisch ausgerichtet, aber nur 2000 Jahre alt, ist also ein Riesenunterschied. Stonehenge kennt ihr natürlich alle und Ippesheim als anderes Beispiel mal eine Ringwallanlage. Da gibt es auch eben diese seltsamen astronomischen Bezüge. Warum dieser Himmelskult entstand und warum man dann unbedingt dicke Steine nehmen musste, man weiß es nicht. Aber warum die behaupten, beziehungsweise die aktuelle Studie, die so gefeiert wurde, dass der Kult im Nordwesten entstand von Frankreich und die Strukturen in vielen Teilen der Welt viel älter sind, warum das dann einfach gar nicht beachtet wird, tja, das weiß man auch nicht. Ja, damit, ich glaube, ich liege gut in der Zeit, möchte ich mich bedanken fürs Zuhören. Dankeschön.